Gut, gut, okay. Also das heißt, wir machen das Video über nochmal das Bashing-Video zum Wasserstoff. Ja. Da haben wir ja Bock drauf, das machen wir. Die knallen wir mal wieder richtig zusammen. Und jetzt ist folgendes, ich wollte dich nochmal fragen, Steve. Ich habe ja, du weißt es ja selber, wir kriegen ja immer wieder diese typischen Anfängerfragen. Und so, wie ist das mit dem Laden und Stecker und so weiter und so fort. Wollen wir da irgendwie nochmal was zu machen? Boah, nee, ey, habe ich so gar keinen Bock drauf, ne? Was? Was ist denn mit dir los? Ja, komm, ist doch einfach mal gut. Ich meine, ein bisschen selber überlegen müssen die Leute ja auch mal. Ich meine, wenn ich mir teilweise so ein paar Sachen durchlese, also, ich weiß nicht, es ist so, ja, na klar, E-Mobilität ist anders, ne? Ja. Aber so ein bisschen selber überlegen wäre schon mal geil. Naja, aber meinst du nicht, wir müssten mal wieder wirklich so ein Ding machen, wo wir mal so die richtigen Anfängerfragen beantworten und die ganzen... Ja, komm, dann mach halt. Ach, gut. Was hast du denn da für Fragen? Also ich habe hier zum Beispiel Akku, dass die nicht so lange halten. Falsch. Wie falsch? Ja, halten. Also Hersteller geben 8 Jahre 160.000, 200.000 Kilometer. Jetzt könnte man fragen, was ist danach? Ja, dann sage ich als Gegenargument, ja, zeigt man bei den Verbrenner, der auch nur auf irgendein Bauteil 200.000 Kilometer Garantie oder 8 Jahre gibt. Aber im Handy hält es nur 2 Jahre. Ja, im Handy ist ja auch kein BMS hinter und keine aktive Kühlung oder Wärmung. Das ist ja nicht entsprechend groß dimensioniert und nicht entsprechend abgesichert. Und dann fragen die immer wieder nach der Ladezeit. Müssen wir da nicht auch mal ehrlicherweise sagen, dass man dann schon seine 12, 14 Stunden warten muss? Nein. Ja, aber ist doch so, an Schuko. Nein, ja, an Schuko. Aber wann lädst du denn mal an Schuko? Ja, ich nicht. Das Schuko-Ladekabel heißt ja nicht ohne Grund Notladekabel. Also normalerweise wirst du im Alltag wahrscheinlich oder auf Reisen wirst du am Schnelllader stehen. Mhm. Das heißt also, wirst eine Viertelstunde bis 20 Minuten, vielleicht allerhöchstens eine halbe Stunde irgendwo laden. Und im Alltag ist es dir egal, wenn die Karre irgendwo steht und lädt. Da ja, brauchst du ja dann, wenn die Karre 23 Stunden am Tag steht, ist mir doch egal, ob die 6 Stunden braucht. Und wie gesagt, Notladekabel. Notladekabel heißt ja nicht, ich bin zu doof gewesen, mir eine Ladesäule zu suchen und bin jetzt irgendwo liegen geblieben, sondern Notladekabel heißt, ich fahre irgendwo hin, dort gibt es noch keine Ladeinfrastruktur, aber ich kann über eine der, keine Ahnung, 12 Milliarden Steckdosen in diesem Land halt trotzdem mein E-Auto laden. Also nichts mit 14 Stunden Ladezeit? Nein. Nicht mal ein bisschen? Nein. Ach Mann, ey. Was ist mit Rohstoffen? Ist aber auch so ein Problem. Ist mir egal. Ist dir egal? Nee, ist mir egal, weil ganz im Ernst, kein Hersteller kann sich das leisten, in der heutigen Zeit irgendwie, ich sage jetzt mal blöd, schmutziert Kobalt oder aus Kinderarbeit oder Lithium aus irgendwelchen fragwürdigen Quellen zu verarbeiten. Der Großteil an Lithium kommt aus Australien und aus dem Bergbau für die E-Mobilität. Und das hat letztendlich wenig damit zu tun, durch die ganze Kritik. Durch die ganze Kritik ist das Thema Lithium und Kobalt überhaupt erst groß geworden. Das ist ja so, seit den 80ern, glaube ich, wird das abgebaut. Mhm. Und das hat ja 30 Jahre niemanden interessiert. Ja, der will gar nicht wissen, wie viele Kinder da in eine Kobaltmine reingefallen sind. Das hat doch keinen Feuchten interessiert. Ja, für immer ist es aber total große Mode. Nee, komm, lass sein. Komm aber dann müssen wir unbedingt was mal wieder zum Thema Reichweite machen, weil gerade so im Winter... Warum? Ey, naja, bist du schon mal irgendwo nicht hingekommen? Nee, na, bin immer angekommen. Naja, gut, dann können wir das ja gleich. Ja, aber hier, schau mal, auch ein netter Kommentar ist hier, ihr müsst mal ein Video machen zum Thema, ihr ladet ja doch nur Kohlestrom. Das wäre doch mal ein Thema, oder? Nee, warum? Wieso lade ich denn nur Kohlestrom? Kennst du, ich meine, es gibt ja Ökostromverträge bei allen möglichen Stromanbietern. Hast du schon mal einen Kohlestromvertrag gesehen? Nee. Naja, also. Also gibt es keinen. Nee, es gibt keinen reinen Kohlestrom, genauso wie es keinen reinen Ökostrom gibt. Also natürlich, klar, wenn du jetzt hier direkt über deine PV-Anlage lädst, aber sobald du Netzstrom beziehst, hast du niemals 100% Ökostrom, also noch nicht. Mhm. Ne? Aber genauso ist ja die Logik, dass halt eben auch nicht 100% Kohlestrom hast. Ende diesen Jahres gehen einige Kohlekraftwerke vom Netz. Ja, und die Kohle, dass die sich sowieso nicht rechnet, das ist ja mittlerweile auch klar. Aber dass bei der Kohle nur ein Zehntel an Jobs auf dem Spiel steht, im Vergleich zu den Erneuerbaren, ist auch klar. Das heißt, die Thematik hat sich doch sowieso erledigt. Aber es steht doch ständig überall in den Zeitungen und in den Zeitschriften, ihr ladet nur mit Kohlestrom. Dann ja, und wer immer wieder dasselbe sagt, hat recht. Wer immer wieder dasselbe sagt, hat recht, oder was? ich überlege gerade. Aber ich glaube, wir sollten mal
das Thema Kinderarbeit nochmal aufnehmen, weil Kinderarbeit ist ja nicht nur im Orangensaft und in den Bananen, sondern im Lithium auch, im Kobalt. Ja, aber habe ich doch gerade gesagt, das hat ja auch keinen interessiert, wie viel vorher in die Grube gefallen sind. Und plötzlich, wie gesagt, ein Großteil des Lithiums für die E-Mobilität kommt aus Australien, aus dem Bergbau. Da sind die Kinderhände einfach nicht stark genug. Da wird es mit großen Maschinen abgebaut. Aber unabhängig davon, wie gesagt, auch beim Kobalt, ich glaube nicht, dass ich irgendein Autohersteller, so wie die medial wahrgenommen werden, sich das leisten kann. Die nehmen ja auch ganz andere Mengen ab. Das heißt, also das ist ja auch bedingt irgendwie eher nachvollziehbar durch internationale Institutionen. Von daher eher Sorgen würde ich mir da machen, was mit den ganzen Akkus in den elektrischen Zahnbürsten, Akkuschraubern und so weiter ist. Weil ich glaube, da hat jemand noch gar keine die Lieferkette auf dem Schirm. Wie ist denn das eigentlich mit Sicherheit? Kriegt man nicht an? Ist sicher. Also, ist einfach sicher? Ist sicher. Auch bei Regen? Auch bei Regen, auch in der Schnee? Waschanlage. Ja. Du kannst auch unter das Auto krabbeln, du kannst ja auch den Typ-2-Stecker ins Auto stecken und kannst dir den Schuko in die Nase stecken, passiert nichts. In die Nase du wirst, stecken. Dir werden auch nicht die Haare ausfallen wegen Elektrosmog, weil gerade auch wieder eine Studie rausgebracht hat, dass E-Autos sogar weniger Elektrosmog erzeugen als Verbrenner, wie wir ja schon mal vermutet haben, weil Elektrosmog sind ja elektromagnetische Wellen und elektromagnetische Wellen entstehen ja unter anderem auch durch Vibrationen. Aber sag mal, wie ist denn das mit Feinstaub? Wir haben doch mal berichtet darüber, dass Elektroautos mehr Feinstaub erzeugen als Verbrenner, weil sie so schwer sind. Naja, wenn du jetzt im direkten Vergleich siehst, sie sind schwerer. Aber ich meine, sehe es doch mal so, ein ID.3 im Vergleich zum E-Golf wiegt 300 Kilo mehr. Mhm. 300 Kilo auf 1,7 Tonnen. Das ist ein Siebtel. Hm. Das ist, also natürlich ist es mehr per se, aber komm, okay, nächstes Thema. Auch nicht. Mann, ey, was machen wir denn dann noch für ein Video? Hier, genau, das ist auch noch so ein cooles Thema. Ihr fahrt nur rollenden Sondermüll durch die Gegend. Eure Akkus müssen alle auf den Sondermüll entsorgt werden. Ja, sagt der eine Penner zu meiner, du Obdachloser, weißt du? Also, jetzt schreiben dann Leute rein und erzählen dann von wegen, sie fahren, sie sehen nicht einen VW T5 und hätten seit 100.000, 200.000 Kilometern noch nie Probleme gehabt. Oder ein Audi A4 oder ein Audi A3 mit den alten Abstreifringen und so eine Sachen alles. Ja, komm, also ich bin vorher auch Verbrenner gefahren, ja? Und im Himmel ist Jahrmarkt, die brauchen die alle nicht erzählen. Und dann haben wir hier noch, was immer wieder kommt, die Elektroautos können sich sowieso nur die besser verdienenden leisten. Wollen wir dazu nochmal was machen? Nö. Wie auch nicht? Nö. Das heißt, wir machen irgendwie gar kein Video mehr, oder wie? Nee, aber es ist doch blödsinnig. Ich meine, Elektroautos können sich nur die Besserverdiener leisten. Ja, da kommt immer die Stereotype von der alleinerziehenden Krankenschwester. Aber ganz im Ernst, ich meine, die kann sich dann vielleicht einen Verbrenner leisten. Mhm. Aber wie lange kann die sich noch den Sprit leisten bei der aktuellen Sachlage? Oder in der aktuellen Situation kann die sich irgendwie eine Reparatur leisten? Also wir haben grundlegend ein soziales Problem, eine soziale Schieflage in unserem Land. Ich glaube, da ist die E-Mobilität das geringste Problem. Aber wenn ich sehe... Aber sorry, ich muss dich mal unterbrechen. Ja. Aber ich meine, guck mal, die Kommentatoren, die belegen das ja, die schreiben immer, das steht so im Internet. Ja, und? Ja, aber im Internet steht auch, dass wir von Echsenmenschen regiert werden und dass der Great Reset bevorsteht. Und jetzt? Naja, vielleicht kommt er ja noch. Ja, und ich kriege demnächst mein BioNTech-Firmware-Update over the air. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, ey, du bist irgendwie genervt, du hast gar keinen Bock mit dem Video zu machen. Ja, ich habe einfach so ein bisschen, oder? Naja, also das ist immer so, natürlich bin ich genervt, weil die Leute müssen doch einfach auch mal, du liest irgendeine News und reflexartig, du liest die Überschrift, reflexartig wird die sofort geteilt. Und dann wird gesagt, ja, guck mal, sieh mal hier, habe ich dir doch gesagt, ja, anstatt einfach nur mal, das, was da steht, also wirklich den kompletten Satztext zu lesen, sowohl pro als auch contra, und dann mal zu googeln, mal oder zu Suchmaschinen, welche Suchmaschine du auch immer bevorzugst, und dann einfach zu gucken und sich durch verschiedene Quellen zu informieren. Und da braucht mir keiner erzählen von wegen, das sind Mainstream-Medien und die sind frei und was weiß ich nicht. Also auch in den Mainstream-Medien hast du durchaus unterschiedliche Ansichten. Ich sag nur Stern, Fokus, Spiegel und NTV. Ne? Also da haben wir ja schon drei Ansichten zur E-Mobilität vereint in diesen vier Medien, was wir jeden Tag wahrnehmen. Also von daher... Ey, Leute, sollen sich einfach informieren, ehrlich. Ich habe keinen Bock mehr. Und weißt du, was ich am allergeilsten finde?
Warten, guck mal, du hast mir die ganze Zeit gesagt, du hast keinen Bock mit mir, so eine Videos zu machen. Und du hast so richtig schön alle Fragen richtig klasse beantwortet. Und von daher hast du jetzt mir den größten Gefallen getan. Siehst du, schon ist das Anfängervideo fertig. Okay. Das hat er nicht gemerkt. So, meine Freunde, ihr habt natürlich gemerkt, wir haben uns für dieses Video so ein bisschen, wie soll man sagen, eine Anleihe geholt bei unserem lieben Bekannten und YouTube-Kollegen Holger Laudelei. Und Holger, ich hoffe, du bist uns nicht böse, wenn wir dieses Video so ein bisschen in dem Stil gemacht haben, wie du neulich dein Video zu dem Balkonkraftwerk gemacht hast, weil ich kann es echt verstehen, es hängt einem irgendwann zum Hals raus, immer die gleichen Fragen zu beantworten. Und du hast es so schön gemacht und ich hoffe, wir kriegen von dir keine Copyright-Klage an den Hals geworfen und von daher sagen wir herzlichen Dank dafür. Wir hatten unseren Spaß dabei, das Video zu machen und ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß dabei. Genau, ich bedanke mich auch und denkt dran, jetzt kommt, was immer kommen muss, Kanal abonnieren, Daumen nach oben, Daumen nach unten ist keine Option für uns und dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal, wenn es von uns für euch ein neues Video gibt. So machen wir das. Ciao, ciao.